Ja, die Siegeserie von 4 Spielen, ja, ist natürlich für uns jetzt in den letzten Wochen sehr gut gelaufen, nachdem wir vorher ja, vom letzten Tabellenplatz da gestartet sind. Insgesamt, ja, war das Setspiel gegen Lembo natürlich in der Serie auch sehr, sehr wichtig. War ein Gegner, der über uns steht und von dem wir nie so Respekt hatten. Aber die war ja natürlich eine sehr, sehr gute zweite Mannschaft von den Bundesligisten sind, diese jungen Spieler. Auch teilweise da gezeigt haben, was sie können und wir ja, letztendlich doch aber auch eben dann für uns das abgerufen haben, was wir uns vorgenommen haben. Am Anfang war es ja ein ausgeglichenes Spiel und durch die Deckungsumstellung auf der rechten Seite haben wir es schon geschafft, so ein bisschen den Zahn zu ziehen und wie es schon in den letzten Spielen auch war, war es so, dass wir ja, vorne eben eigentlich sehr souverän da gespielt haben, unser Ding durchgezogen haben und einfach mit den verschiedenen Situationen gut zurechtgekommen sind. Und insgesamt, ja, gut, diese 4 Spiele hat uns natürlich jetzt erstmal weiter ja, von den Abstiegsrängen ein wenig entfernt, aber das ist alles so eng, dass da man überhaupt gar nichts sagen kann. Und wir jetzt einfach schauen müssen, dass wir weiterspielen und ja, uns auf keinen Fall auf irgendwelchen Sachen ausruhen, weil wir genau wissen, dass jeder Punkt, der gesammelt wird, eben extrem wichtig sind. Deswegen ist das so schön gewesen gegen Lembo, wo man klar vielleicht im Vorfeld dann nicht unbedingt davon ausgegangen ist. Gegen Wiesbaden beispielsweise haben wir gesagt, dann müssen wir unbedingt gewinnen. Gegen Lembo wollen wir die Serie fortsetzen. Das haben wir geschafft und von daher ist das natürlich insgesamt eine sehr gute Sache gewesen. Muss man halt schauen, wie wir jetzt dann gegen Koschenburg spielen. Ja gut, insgesamt sitze ich da immer auf der Bank und zeichne dann die einzelnen Wurfbilder auf, sowohl von uns als auch vom Gegner. Richtig ausgewertet wird das für uns letztendlich erst einmal zur Hinrunde, dass man einfach mal sehen kann, wo werfen unsere Jungs regelmäßig hin, gibt es aber auch eine Lieblingsecke, wo sind die einzelnen Situationen, wann wird gut abgeschlossen, wann nicht. Das wird dann mit Sicherheit mal ausgewertet. Insgesamt, ja gut, technische Fehler haben wir in jedem Spiel, da gibt es Spiele mit mehr oder weniger. Es ist schon so die Regel, dass die Mannschaft, die auch weniger Fehler macht, da die Spiele gewinnt. Da sind wir jetzt inzwischen schon auf einem besseren Weg als vorher. Es gab schon Spiele, wo wir sehr, sehr viele auch unnötige Ballverluste gehabt haben, die uns dann mit einfachen Tempo-Gegenstößen wirklich das Genick gebrochen haben. Ja, und das ist jetzt in den letzten Spielen eben nicht passiert. Einfach wahrscheinlich auch mit der Grund für diese Serie, aber die Jungs sind nach wie vor, haben sich jetzt richtig kennengelernt, haben, spielen sich gut ein. Das passt im Training, sodass man natürlich schon sagen kann, dass weniger Fehler insgesamt natürlich ja, den Erfolg schon forcieren. Ja, die Chancen in Koschenburg sind ganz klar 50-50. Koschenburg ist eine sehr, sehr gute Mannschaft, die ja vor der Saison schon ihre Ziele klar definiert haben und einen Platz etwas weiter oben angestrebt haben. Warum das jetzt aktuell nicht der Fall ist, das ist ja auch bei ihnen auf die Verletzung Misere da zurückzuführen, hat es ja hart getroffen. Und das ist einfach der Grund, warum es natürlich auch ein bisschen schwer ist, die jetzt einzuschätzen. Sie sind in den letzten Wochen wieder besser zurückgekommen, die einzelnen Spieler sind wieder gesund und dementsprechend ja, ist das natürlich schon eine sehr, sehr starke Mannschaft. Man muss schauen, wie schnell sich die einzelnen Spieler dann wieder in der Liga zurechtfinden und einfach dann wieder das Niveau erreichen. Wir sind gewarnt, wir müssen uns aber auch nicht verstecken. Wir fahren nach Koschenburg, wollen guten Handball spielen, wollen das 5. Spiel in Folge gewinnen, ganz klar, um den Jahresausklang noch besser und besser zu gestalten. Wissen aber auch genau, dass die Trauben in Koschenburg sehr hoch hängen. Und da auch schon einige Mannschaften ihre Punkte gelassen haben und lassen werden. Und ja klar, insgesamt kennt man natürlich die Mannschaft. Wir haben ja auch einen Spieler aus Koschenburg, der jetzt ja noch gespielt hat. Der Richard kennt den Ronny natürlich auch sehr gut. Ich selber durfte unter Ronny auch schon spielen beim AAT. Und von daher, ja, die haben ein sehr, sehr gutes Kreislaufspiel, wo wir extremst aufpassen müssen, dass da die Bälle nicht an den Kreis kommen, was bisher, glaube ich, alle Mannschaften irgendwie versucht haben, da extremst gut aufzupassen und trotzdem kommen die Bälle immer wieder an. Da sind wir natürlich gewarnt und
müssen da irgendwelche Vorkehrungen treffen, ganz ausschließen, wenn man es auf gar keinen Fall, weil das eine echte Waffe ist. Und andersrum, eben auch nicht unterschätzen, weil die Jungs neben dem Anspiel an den Kreisen eben auch ihre Würfe haben, sodass wir uns da mit Sicherheit etwas einfallen lassen müssen. Und ja, gut, aber wie gesagt, wir werden eigentlich, glaube ich, ganz gut vorbereitet sein und fahren da entspannt hin, um aber trotzdem Kroschbruch natürlich so lange wie möglich zu ärgern. Und Ziel ist es, den fünften Sieg in Folge zu erringen. Ja, das ist die. Klar, erste Herren stehen natürlich im Fokus bei mir auf der sportlichen Seite, da bin ich Co-Trainer. Ich habe montags immer die Einheit bei uns hier in der Halle, bin für das Video zuständig und eben auch die Torhüter dann an der Seite zu trainieren, wenn sie mal gerade Leerlauf bei ihren Übungen haben. Ansonsten ja, ist meine Aufgabe eben Management der Scouting im Backoffice zu sein, zuständig. Fürs Marketing, bin im Marketing-Team mit, bin im Sponsoring, bin einfach die ganzen Sachen, die auch außerhalb der Halle geregelt werden, bin der Ansprechpartner für und ja, wir gucken einfach, dass wir uns sowohl in der Halle dann eben sportlich entwickeln, aber eben auch, und das ist ja kein Geheimnis, die Strukturen rund um die SG Rating eben ja, noch deutlich attraktiver zu machen. Für Externe, dass klar, einfach jeder Interesse hat, sich hier bei der SG Rating zu präsentieren. Das bedarf einer Menge Arbeit, einfach weil ja die letzten Jahre ziemlich rasant gekommen sind und wir jetzt im vierten Jahr in der dritten Liga sind und da natürlich noch einige Arbeit eben aufzuholen sind. Und ja, das ist so dann eben auch mein Teil, den ich dazu beitragen möchte außerhalb der Sporthalle, dass eben die SG Rating neben dem sportlichen Erfolg dann eben auch auf anderen Feldern gut aufgestellt ist. Ja, in der zweiten Herren bin ich auch aktiv dabei, einfach jetzt lange Pause gemacht. Es hat dann doch wieder ein bisschen gejuckt, selber auf dem Feld zu stehen, nachdem man jetzt mehrere Jahre eben nur, ja, nur passiv dann als Trainer mit dabei war. Hier bei der SG Rating habe ich dann gesehen, das ist eine nette Truppe, da kann man gut spielen, da macht Spaß zu trainieren. Und dann spielen wir da eben in der Bezirksliga. Also letztes Jahr ist die zweite Herren ja aufgestiegen, sodass wir als Aufsteiger da aktuell auch ja, ganz klar eben erstmal das Ziel im Klassenerhalt haben, uns da in der neuen Liga ein bisschen anpassen. Sind alles Leute, die sehr gut Handball spielen können, ja, spielen uns gerade ein, weil wir eben dann natürlich so ein bisschen zusammengewürfelt sind, aber ja, es macht sehr viel Spaß und dann schauen wir mal, was dann vielleicht im kommenden Jahr irgendwie möglich ist.